kann ich Ihnen auch wirklich garantieren, Herr Niert, dass ich massenhaft auf der Straße solche Diskussionen habe. Ich habe mehrere Foren mit Vertretern der AfD hinter mir. Und es ist genau so, wie Sie sagen. Spätestens, wenn man die erste Frage stellt nach deren Parolen, kommt nichts. Und da sage ich noch mal ganz deutlich an der Stelle, wir haben die Chance, diese politische Debatte wirklich zu gewinnen, weil die erste Frage, die ich den Betroffenen stelle, ist, was ist dir in den letzten Dreivierteljahr weggenommen worden? Und was war's? Schweigen. Absolutes Schweigen. Es gibt einige wenige Ausnahmen, die haben Angst, zum Beispiel nach der Debatte, die auch Herr Haseloff angefangen hat. Wir setzen den Mindestlohn aus für Flüchtlinge. Da sagen die, bei mir ist noch nichts passiert, aber wenn die nachher für 5 Euro das Gleiche tun dürfen, wie ich für 8,50 €, dann verliere ich vielleicht meinen Job. Das ist das einzige Rationale, was ich gehört habe. Aber bisher konnte mir die Frage niemand beantworten. Außerdem, ich sehe die da, ich fühle mich nicht wohl, habe Angst. Aber weggenommen worden ist so, niemand. Und jetzt, weil ich direkt angesprochen wurde, auch dann mal antworte. Herr Haseloff. Ich würde gerne Frau Dahlwart an der Stelle noch mal mit ins Boot holen. Wenn das so ist, also da sind wir uns ja mehr oder weniger einig, dass dort, also dass im Prinzip keine Einschränkungen groß bisher passiert sind, warum kann man das nicht so in aller Deutlichkeit vermitteln? Wir versuchen das ja in aller Deutlichkeit zu vermitteln und immer wieder auf die Menschen zuzugehen. Auch ich versuche immer wieder auf die Menschen zuzugehen, die sich überlegen, am nächsten Sonntag bei der AfD ein Kreuz zu machen und versuche ihnen zu vermitteln, dass wir in der Tat Probleme in unserer Gesellschaft haben. Und da verstehe ich Herrn Niert sehr gut, wenn er die Jugendlichen beschreibt. Weil natürlich haben wir eine Situation, wo wir viele Jugendliche haben, die auch an Politik interessiert sind, aber sich nicht aufgehoben fühlen in der Politik der Parteien im Landtag. Wir haben auch viele Jugendliche, die sich abgehängt fühlen. Wir sind immer noch, auch wenn es ein bisschen besser geworden ist, in der schlechtesten Gruppe, was zum Beispiel Schulabbrecher betrifft und andere Dinge. Und da, denke ich, muss man investieren. Und ich denke, die Flüchtlinge sind jetzt im Grunde genommen so eine Chance, dass die Landesregierung endlich umsteuert und in Bildung investiert, was ja allen zugute kommt am Ende. Interessanterweise schließt sich hier gerade der Kreis zum Beginn unserer Debatte, nämlich zur Kommunikation. Aber das Wichtige wirklich, will das nochmal als Abschlusssatz sagen, also was Herr Niert sagt, also es geht um die innere Obergrenze und ich erlebe unsere Bevölkerung, die Menschen bei uns im Land, dass sie zu ganz, ganz großen Teilen sehr, sehr integrationsbereit sind und ja genau die ehrenamtliche Arbeit leisten, die die Integration ermöglicht. Also die Integrationsbereitschaft unserer Gesellschaft ist lange nicht ausgereizt. Man muss so. Man muss auch deutlich sagen, also ich finde, der überwiegende Teil unserer Jugendlichen hat schon einen inneren Wertekompass. Der kriegt das auch mit von zu Hause, der kriegt das auch mit in der Schule. Ja, und ich sag mal, durch die Ganztagsbetreuung im Kindergarten und in der Schule kann ja darüber auch viel vermittelt werden. Und da machen Pädagoginnen und Pädagogen auch viel an Ausgleich. Natürlich haben wir auch einen Teil, die eine verfestigte Jugendarbeitslosigkeit haben oder die zum Beispiel nicht in Ausbildung rüberkommen. Ja, und da ist es doch aber richtig, vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben, dass wir immer wieder klarstellen und deutlich machen, dass die immer noch die gleichen Chancen haben, in den Genuss, nee, jetzt rede ich auch mal aus, in den Genuss kommen, Maßnahmen zu machen, ja, und dass die nicht angegriffen werden durch die Flüchtlinge, sondern wie Andrea Nahles eben sagt, auch die Arbeitsgelegenheiten müssen on top obendrauf kommen, damit man beides hebeln kann. Und man kann das auch beides. Man darf die Jugendlichen, man darf bloß nicht sie zurücklassen. Man muss immer wieder versuchen, auch einen zweiten und einen dritten Anlauf nehmen und sie versuchen, aus dieser Karriere der Langzeitarbeitslosigkeit rauszukriegen. Da gibt es aber ganz viel ordentliche Programme und ganz viel auch Institutionen, die das machen. Es gibt an dieser Stelle, ich habe selber etliche davon mit aufgebaut. Ich möchte jetzt an dieser Stelle, weil wir wirklich nicht mehr viel Zeit haben. Es sind noch 6 Tage bis zur Wahl. Sie müssen sich jetzt ja schon darüber Gedanken gemacht haben, wie es dann weitergeht. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Haseloff. Ich mal die Fakten klarstellen. Sie haben alle im Prinzip reden lassen, auf der Basis dessen, was ich nicht mittragen kann, weil ich die Fakten anders habe. Ja, aber auch Sie durften natürlich reden. Aber mit der Bitte um kurze Antwort an dieser Stelle. Da kann ich Ihnen klar sagen, die Situation ist die, dass wir es mit Mühe geschafft haben, vor Weihnachten noch die Zelte und die Turnhallen leer zu kriegen, dass wir die vielen, vielen Flüchtlinge, die wir haben, es sind insgesamt 45.000 gekommen, auch so unterzubringen. Sie sind mehrheitlich in Sammelunterkünften, auch in Teilen, auch in dezentralen Unterkünften, aber die Kapazitäten sind erschöpft. Die Kommunen haben heute zusammengesessen und haben finanziell hochgerechnet, was es kosten wird in den nächsten Monaten und Jahren. Wir haben als Landesregierung klar gesagt, wir übernehmen das, aber das wird uns erhebliche Mühen machen, dieses auch darzustellen. Deswegen